Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Kern geht es uns um die Frage, wie kann man ein bürokratisches, ineffizientes Verfahren im Sinne aller Beteiligten entschlacken? Und gestatten Sie mir zwei Bemerkungen zu diesem Verfahren. Da kann ich an die Kollegin Lux mit dem hervorragenden Fallbeispiel anschließen. Die Systematik ist, dass die Beihilfeberechtigten, wir sprechen in aller Regel von Patienten, sich sozusagen in einer doppelten Bringschuld befinden. Einerseits sind sie Kostenschuldner gegenüber den Leistungserbringern, also Krankenhäusern, Apotheken, Ärzte etc. Wir alle wissen, dass je nach Krankheitsbild hier enorme Summen zustande kommen, sehr schnell auch zustande kommen, je nach Untersuchung. Andererseits stehen dieselben Patienten gegenüber den Beihilfestellen und auch den Krankenversicherungen in einer Beweispflicht. Salopp gesagt, sie müssen sehen, wie sie an ihr Geld kommen. Und bei Schwierigkeiten ist es ganz oft so, dass ihnen nicht rechtzeitig, jedenfalls so, wie die Fristen gesetzt sind, Beratung zukommen kann und ihnen nicht rechtzeitig geholfen werden kann. Und schließlich sind auch die Leistungserbringer dieses unseres Gesundheitssystems betroffen, denn im Zweifel sind sie es, die dann am Ende auf dann berechtigten Forderungen warten müssen. Wir sehen also genügend Gründe, sich dieses Beihilfeverfahren genauer anzusehen und womöglich und sinnvoll nach vorne zu entwickeln. Es ist also keineswegs so, dass wir hier einen fertigen Antrag haben, sondern es ist ein Prüfantrag. Ich bitte Sie um Zustimmung. Wir wollen eine Grundlage schaffen, um die von mir angesprochenen und im Antrag ausgeführten Fragen sachgerecht, lösungsorientiert im Sinne aller Beteiligten, im Sinne von Patientinnen und Patienten, aber auch, wie die Kollegin Lux das sehr schön ausgeführt hat, von den Angehörigen zu lösen. Deswegen bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank.